über 100 Jahrhunderten sitzt der Imperator reglos auf dem goldenen Thron der Erde. Nach göttlichem Willen ist er der Herr der Menschheit und durch die Macht seiner unerschöpflichen Armeen der Herrscher über 1 Million Welten. Er ist ein verrottender Leichnam, den mystische Gerätschaften aus dem dunklen Zeitalter der Technologie am Leben halten. Er ist der Aasherrscher des Imperiums, dem täglich tausende Seelen geopfert werden, damit er niemals wirklich stirbt. Doch in seinem Untod bleibt der Imperator ewig wachsam. Mächtige Raumflotten durchqueren das dämonenverseuchte Miasma des Warps, der einzigen Verbindung zwischen fernen Sternen und das Astronomikan, die physische Manifestation des Willens des Imperators, ist Licht auf ihren Wegen. Gewaltige Armeen ringen in seinem Namen auf zahllosen Welten miteinander. Das Imperium strebt vorrangig danach, alles zu vernichten, was es nicht akzeptieren kann. Wir müssen sie dazu zwingen, zu akzeptieren, dass sie uns nicht vernichten können, denn dann wird das Höhere wohl obsiegen. Toro Salonien, ranghöchster Gesandter der Wasserkaste. Ihr beißt in das graue Fleisch vor euch, blutiger Saft tritt aus und eure Omophagie wird warm. Ein strahlendes, warmes Gefühl breitet sich aus und euch fluten Erinnerungen. Gabriel hatte vorsichtig geschnitten, um die Gesichter nicht zu verunstalten. Ihr steht in dem langen Gang. Vor euch liegen die 4 getöteten Tau-Sympathisanten mit ihren Pulsgewehren. Den Rest habt ihr verschont und mit zerbrochenen Waffen zurück in die Kanäle laufen lassen. Die Kämpfe waren hart, aber menschliches Leben muss immer geschont werden. Und so betrachtet ihr die toten Körper vor euch mit gemischten Gefühlen, wollt gerade die Waffen der Xenos einsammeln, da spürt ihr ein ziehendes Gefühl in eurem Rücken. Aus dem warmen Kribbeln eurer Halswirbel wird ein Brennen in euren Herzen. Dann reißen die Organe und mit einem stumpfen Platzen explodieren sie. Ihr spürt, wie ihr in die Knie geht und einfach sterbt. Ein großes Loch in eurem Brustkorb, dort wo eure 2 Herzen waren. Nun schwelt und stinkt es, aber ihr zieht ein in die ewige Schmiede. Nur du, Bruder Kai, oder wie dein Salamanders Name war, Oron, du liegst auf dem Boden, deine Brüder sind neben dir zu Boden gegangen. Du kannst noch hören, wie sich Schritte nähern von Servorüstung. Ah, der hier lebt noch. Da hast du wohl nicht richtig getroffen, Beta. Kein Problem, dann erschießen wir sie einfach jetzt. Der da? Ja. Du kannst sehen, Krai, wie ein Chaos Marine, einer von den verfluchten Brüdern, in dein Sichtfeld tritt. Er hat seinen Helm abgenommen und du kannst sein undefiniertes, weißes Gesicht erkennen. Einige kleine Hornwüchse, die an seinem Kopf entstehen und leuchtend rote Augen, die dich anfunkeln. Du siehst, wie die Tauwaffe wieder gehoben wird und er schießt. Und auch dann kommst du zurück. Ihr habt euch niedergelassen vor den Leichen eurer Brüder, von denen ihr jetzt die Geschichte teilweise kennt. Manchmal war es nur ein letzter Schmerz, nachdem ihr siegreich die Rebellen beendet habt. Aber Krai hat etwas mehr Informationen. Ihr bekommt alle 1W5 Wahnsinnspunkte. Während ihr auf die graue Substanz in euren Händen blickt. Das Gehirn eurer Brüder. Gabriel, hast du zufällig diesen Skill, der Wahnsinnspunkte reduzieren kann? Genau, den habe ich und ich bin gerade schon dabei, den rauszusuchen, um zu schauen, wie der genau funktioniert, denn leider habe ich ihn nicht im Kopf. Der ist beim Apothekarius dabei, wo auch der mit der schnelle Heilung steht. Wächter der Reinheit heißt das, kann das sein? Ja, das kommt mir bekannt vor. Also ich habe das mal bei einem Charakter eingetragen. Jedes Mal, wenn man Warp bekommt,
oder VP wird das um 2 reduziert, aber nur keine Gewähr. Also das sind Wahnsinnspunkte, das sind keine Verderbnispunkte, die gibt's hier auch noch. Ja, ich glaube nämlich, hier, Wächter der Reinheit, Apothekari der Deathwatch sind besonders geübt darin, die Gegebenheit ihrer Ordensbrüche da zu überwachen. Jeder Space Marine im Exterminatoren-Team reduziert alle erlittenen VP um 2. Es geht also nur um die VP. Die Verderbnispunkte, genau. Das sind jetzt Wahnsinnspunkte. Davon könnt ihr aber auch, ich glaube, bis zu 30 ansammeln, ohne dass etwas passiert. Wenn ihr 30 übersteigt, dann bekommt ihr den ersten Primarchenfluch. Ein W5 oder ein W6? Ein W5. Alle. Sehr gut. Ja, so blickt ihr euch an und seid zumindest, wenn ihr nicht Krei seid, erstmal verständnislos, was gerade überhaupt passiert ist. Schlauer seid ihr nicht. Also ich habe nichts besonders Informatives erfahren. Wie sieht's bei euch aus? Außer, dass ich den Tod unserer Brüder wieder erleben musste. Nein. Es kam aus dem Nichts, hinterrücks. Wer dies auch immer war. Aber eins können wir doch wissen. Sie scheinen in die Falle gelockt worden zu sein. Wie wir, durch Hilferufe. Das vermute ich auch, ja. Dann müssen wir besonders vorsichtig sein. Dieser hier starb als letztes. Er hat noch den Verräter gesehen. Sprich. Und wer war der Verräter? Richter. Einer der Verdammten. Und was für ein Gesicht trägt er? Wie können wir ihn erkennen? Was sind seine Merkmale? Gibt sich keine Mühe. Oder gab sich hier keine Mühe, sich zu verhüllen. Typische schwarze Rüstung. Der Gefallenen. Der Abtrünnigen. Naja, da gibt es auch unterschiedliche Orden. Bruder, Krei. Wäre schon wichtig, wenn wir das in Erfahrung bringen könnten, welcher Orden der Verräter hier aktiv ist. Und das sollten wir schnell tun. Er wurde Beta genannt. Rote Augen, Hörner, eine Hydra. Auf der Brust. Die Alpha Legion. Ah, mit denen bin ich nicht so vertraut. Kann das stimmen, Hydra? Also, du kennst dich wirklich nicht gut mit der Alpha Legion aus. Du kannst gerne mal auf verbotenes Wissen würfeln. Und ja, zwar das Chaos. Ist nur Xenos. Chaos Space Marines. Ansonsten halber. Ich hab das, ich durfte das kaufen. Dann, wenn du das, kannst du deine Fähigkeit mal würfeln. Und ansonsten halbe Intelligenz. Ich hab verbotenes Wissen, Verräterlegion. Genau, das ist das. Chaos Space Marines oder Verräterlegion. Dann ist es für dich, wenn es erlernt ist, eben der volle Intelligenzwurf oder plus 10 und für die anderen eben der halbe Intelligenzwurf. Also ich hab keine Ahnung. Das Problem ist dann, dass die Alpha Legion generell nicht so bekannt ist. Ne? Also die Black Legion, von denen weiß man eine ganze Menge, gerade über Abaddon, wenn der seine schwarze Kreuzzüge führt. Zum Glück haben wir gerade keinen. Oder ich muss gerade überlegen, die Ultramarines haben vielleicht noch. Gegen wen habt ihr denn gekämpft? Gegen die Iron Warrior? Ja, ich glaube. Die geben sich aber auch nicht so unbedingt die Mühe, geheim zu bleiben. Also die befestigen und zerschießen dann alles und nehmen euch dann einen Planeten nach dem anderen weg. Aber die Alpha Legion kämpft eben komplett anders und da ist viel im Laufe der 10.000 Jahre verloren gegangen. Hat Gabriel eine Ahnung? Ich habe 2 Erfolgsgrade. 2 Erfolgsgrade, ja. Dann steht auf alle Fälle A, die Hydra für die Alpha Legion und auch die der Name Beta. Die geben sich alle für den Einsatz Namen aus dem Alphabet. Hochgotisch. Gabriel nickt. Ja, es sind eben derne Gefallene. Die Hydra ist unverkennlich. Kannst du uns noch über die Alpha Legion sagen? Zum Beispiel Taktiken? Nun, viel kann ich über die nicht sagen, aber wir können
keinen unserer Brüder in einer anderen Rüstung, mit dem wir hier nicht angelandet sind, vertrauen. Von dem wir nicht das Kommuniqué haben und von dem wir in Verbindung sind. Unsere Feinde schrecken nicht davor zurück, unsere heilige Ordenstracht anzuziehen und sie dadurch zu entweihen. Es ist hier noch um einiges schlimmer als angenommen. Es sind nicht nur unsere Orden, die im Konflikt sind. Dieser Konflikt wird absichtlich gestreut und unsere Feinde nutzen unsere Unstimmigkeiten mit absoluter Härte gegen uns. Gut, dass wir hier sind. Wir müssen der Keil sein, der sie davor bewahrt. Gut gesprochen, Bruder. Ich habe von jeder von eurer Gensaat bereits eine Verbindung mit meinem Diagnosehelm aufgebaut. So habe ich euch immer im Blick. Und aus meiner Sicht seid ihr mit absolut vertrauenswürdig. So, er hat nur eine gewisse Kapazität an Brüdern, die ich damit gleichzeitig beobachten kann. Aber jeder, den ich auf meinem Schirm habe, ist im Grunde ein Bruder, auf den wir uns verlassen können. Also ein tatsächlicher Bruder und niemand in entweihter Rüstung. Und die tragen zwar die Tracht, doch sie tragen nicht die Saat, das Erbe ihres Primarchen weiter. Und somit könnten sie niemals mit einer solchen Härte zuschlagen wie wir. Denn wir haben den Imperator immer noch auf unserer Seite. Aber von unseren Brüdern hier gibt es nichts zu holen. Sie hat der Tod bereits widerfahren. Sie sind bereits beim Imperator. Wir sollten uns aufmachen. Während du das sagst, könnt ihr hören und dann auch sehen, wie ein weiterer infernaler Laserschuss von der Decke nach unten bricht und heiße Energie die Luft zum Ozon zerkocht und weiter unter euch runterschneidet. Ihr spürt dann auch, wie der Laserstrahl auf Wasser trifft, irgendwo weiter unter euch, und dann bricht die Welt auseinander. Rückzug, Brüder, sofort! Ihr bekommt, während sich der Boden hebt, alle 1W10 Energieschaden. Verschließt eure Rüstungen. Und während der Boden sich hebt, merkt ihr, wie ihr ins Rutschen kommt. Wie ihr auf dem Plastik und dem Plaststahl wegrutscht und ja, auf dem Boden herumwirbelt. Das ist ein W10 minus Rüstung, minus Toughness oder einfach Schaden? Minus die Toughness. Ja, dann kriegen wir keinen Schaden, ne? Bei einer 6 zumindest wahrscheinlich nicht, ne. Nee, also meine niedrigste ist 10. Nee, ja. Ah. Deine Rüstung hilft nicht. Nee, es geht um deinen Widerstand. Ach so, Widerstand. Der Widerstandsbonus. Ich hab das auf der Rüstung bereits addiert. Der Widerstandsbonus ist irgendwo bei 8 oder so, glaube ich. Ne, 10. 10 sogar. Ja, ihr versucht euch so ein bisschen noch festzuhalten, merkt aber auch, dass der Boden dann nach und nach gibt und dann bricht die ganze Stadt auseinander. Das war nicht der erste Laserschuss aus dem Orbital und dementsprechend könnt ihr dann sehen, wie ihr über verschiedene Plätze rutscht, die eben noch gerade waren, könnt euch noch versuchen an Säulen festzuhalten und kommt dann irgendwann nach grob 2 Minuten, die ihr rutscht und rutscht und rutscht, wieder an einer Wand zum Stehen. Dann könnt ihr einmal umblicken und seht dann aber auch, wie euer Watch-Team kleiner geworden ist. Bruder Tordal und auch der Imperial Fist sind verschwunden. Ihr seid nur noch zu dritt. Ihr könnt sehen, wie Wasserfluten unter euch nach oben stürzen, aufgewirbelt, heiß gekocht. Vom Laser könnt ihr auf alle Fälle Dampf noch sehen. Und ja, die Plattform bricht weiter auseinander. Haben wir auf unseren Helmsensoren die Position unserer verlorenen Brüder irgendwo? Die sind weiter unter euch runtergerutscht. Ihr seid euch zumindest sicher, dass sie noch überlebt haben. Aber die rutschen weiter und
ihr seid euch nicht ganz sicher, ob, wenn die in den Fluten gelandet sind, wenn die Servorüstungen, die nach unten ziehen, haben sie ein Problem. Also nicht unbedingt mit dem Druck. Die kommen sicherlich irgendwie wieder nach oben. Aber ihr könnt die dann ohne ein Tiamat nicht retten. Brüder, wir müssen zurück an die Oberfläche. Beeilung. Und unsere Brüder werden es schaffen. Sie werden ausharren, dass wir die nötigen Mittel haben, um sie da rauszuholen. Jetzt können wir nichts für sie tun. Das sehe ich genauso. Ich kann wahrscheinlich ihren Gesundheitsstatus noch ansehen. Also denen geht's noch verhältnismäßig gut, keiner in Lebensgefahr. Nee, genauso wie bei euch. Also die haben auch Energieschaden bekommen. Kannst kurz sehen, dass die Rüstung einen Diagnosemodus von denen durchlaufen lassen. Die Maschinengeister sind empört und entrüstet. Das wird ja auch überspielt, aber denen geht's gut. Ich spreche ein stummes Gebet für sie, der Imperator beschützt. Meine Daten bestätigen meine Aussage. Wir sollten uns weiter auf unser Ziel konzentrieren. Und zu den anderen Brüdern aufschließen. Während ihr euch umblickt und dann versucht, das, was die Wände früher waren, ist jetzt wohl Boden geworden und das, was der Boden war, ist nun Wand. Es ist schwierig, sich jetzt irgendwie über die verschiedenen Treppen nach oben zu bequemen, gerade wenn unter euch das Wasser noch kocht und teilweise auch noch nach oben steigt, beziehungsweise ihr steigt nach unten, wenn dann Teile dieser Stätte der Höllenmark zerschnitten sind und dann versinken. Könnt ihr wohl sehen, wie ungefähr 20 Meter an einer Wand neben euch ein verletzter Salamander liegt. Ja, lass uns versuchen, den zu retten. Der ist wenigstens in Reichweite. Denk daran, es könnte eine Falle sein. Und ich würde dann beginnen, die Umgebung zu scannen. Ja, guter Einwand, Krei. Kannst mal auf, was ist denn das, Tech-Gebrauch? Sollte aber auch relativ einfach sein, wenn du jetzt dein Helmvisier benutzt. Kannst trotzdem mal auf Tech-Gebrauch würfeln. Oder Intelligenz halbe, falls du es nicht hast. Das ist nicht geschafft. Also mit Scannen meine ich jetzt unter Umständen auch einfach mal rumschauen. Ne? Ja gut, also du kannst den Scannen auf alle Fälle anwerfen und dann dich auch weiter umschauen, ob es noch weitere Rüstungssignale gibt oder ob auf anderen Frequenzen, die nicht der Deathwatch gehören, ob es da dann irgendwelche Funksignale gibt, aber nur Rauschen erfüllt dein Helm. Und neben dem Salamander siehst du sonst auch nichts. Was euch auffällt ist, er sieht ein bisschen besonders aus. Denn er hat im Gegensatz zu den anderen eine grüne Rüstung, aber blaue Schulterplatten. Und ähnlich wie es Bruder Gabriel hat, einen Umhang. Ich gehe mal die Kanäle in der Umgebung durch, ob irgendwas gesendet wird oder irgendeine Rückkopplung von... Ich weiß nicht mal, ob das funktioniert, aber ob irgendeine Rückkopplung von einer anderen Rüstung oder anderem Kommunikationsmodul hier in der Nähe zu finden ist. Auch du schaltest durch die verschiedenen Frequenzen durch und findest nur Rauschen. Auch auf dem Langstreckenvox kannst du gerade nichts außer Rauschen vernehmen. Das ist ungewöhnlich. Du hattest hier vor kurzem zumindest noch die Hilferufe von den White Scars gehört, von den Salamanders, aber eben auch die anderen Befehlsketten, die dann zumindest in der Höllenmark weitergegeben worden sind, wenn sie dann in die Mitte der riesigen Metropole gefahren sind. Und das ist jetzt mittlerweile alles weg, nur noch Rauschen. Lediglich euer Kurzstreckenwuchs mit der Deathwatch-Frequenz funktioniert noch. Die Kommunikation ist tot. Es könnten auch Interferenzen durch das Bombardement sein. Mhm. Wahrscheinlich hat der Angriff die Krone getroffen und damit die interplanetare Kommunikation vollständig lahmgelegt. Nun, wir sollten dennoch zu unserem Bruder aufschließen. Ich werde an ihn herantreten und seinen Status überprüfen und seine Identität. Bleib in Deckung, ich hole ihn. Und dann mittels Sprungmodul, um noch schneller zu sein. Vor allem kannst du dann auch, weil ja die Säulen nicht wirklich gut zu überspringen sind, kannst du dann eine ganze Menge eben überfliegen und springst dann neben ihm, kommst du dann runter. Kannst ihn dann kurz einmal abtasten. Scheint zumindest nichts gebrochen zu sein. Vielleicht hat er das Bewusstsein verloren, als er mit dem Helm irgendwo gegengekommen ist. Aber ihm fehlen zumindest keine Gliedmaßen oder so etwas.
Der Weg zurück, da kannst du ihn natürlich nicht einfach aufladen. Da müsstest du tatsächlich dann von Säule zu Säule springen. Da brauche ich mal bitte, wenn du ihn aufgeladen hast, einen Wurf auf Akrobatik von dir. Ist das geschafft? Mhm. Super. Ja, dann kannst du noch ein bisschen mit deinem Sprungmodul gegensteuern. Wenn du springst, ihn aufgeladen hast, das sind natürlich auch nochmal grob 800 Kilo, die dann mit der Servorüstung auf dir lasten und dein Sprungmodul zickt ein bisschen. Der Maschinengeist möchte ihn nicht selbstverständlich noch weitertragen. Und wenn du dann an der Wand gelandet bist, wo die anderen beiden stehen, kannst du auch sehen, dass es leise Atemgeräusche durch den Helm gibt. Ja, zack, in Deckung. Hier sind Verräter unterwegs. Wir müssen uns zu einer Position begeben, von dem wir das Gebiet, von dem wir einen genaueren Überblick auf das Gebiet haben und uns von da aus weiter orientieren. Vielleicht suchen wir uns einen vorübergehenden Unterschlupf, um uns mit unseren möglichen Bruder von den Salamandern zu unterhalten. Also ich befürchte, dass diese Stadt so langsam in den Ozean versinkt und ich denke, eine Evakuierung wäre angebracht, um uns neu zu formieren. Wir haben nur keine Möglichkeit, zu diesem Zeitpunkt eine Evakuierung zu organisieren. Dann müssen wir uns als nächstes Ziel setzen, die Kommunikation wieder in Gang zu bringen. Oder ja, das stimmt. Während ihr da sprecht, beginnt der Salamander, den ihr wahrscheinlich jetzt irgendwie mitschleppt, sich wieder von selbst zu bewegen. Ja. Der Helm ruckt einmal links, rechts, sieht euch, schaut sich um, scheint nach was anderem zu suchen und ja, dann mit dem Lautsprecher im Helm, weil er vermutlich nicht in eurem Vox-Kanal ist. Identifiziert euch. Oh, er ist wach. Nein, identifiziert euch. Bruder, wir sind die Death Watch. Identifiziert euch. Bruder Skriptor Kalai von der dritten Kompanie der Salamanders. Unter Captain Tibias. Wo ist der Rest meines Teams? Das wissen wir nicht. Wir haben nur euch gefunden. Halte still, ich werde eine direkte Verbindung zu deiner Gensaat aufbauen und überprüfen, dass du tatsächlich einer von denen bist, von denen du behauptet zu sein. Gabriel ruckt zu dir rum, greift dir grob an die Rüstung, bis er dann das entsprechende Modul findet und mit einem Kabel, das aus seiner Rüstung rausragt, baute dann eine kurzzeitige Verbindung auf. Das ist sicher kurz unangenehm und zieht es dann wieder raus. Also ich habe meinen Bolter so in Bereitschaft nicht genau auf den Salamander angelegt, aber dass ich in der Millisekunde eingreifen kann. Zumindest hat er keine Tauwaffen an sich, so wie die anderen. Oder Flammenwerfer, Melter, Bolter, das hat er wohl nicht dabei. Du kannst aber sehen, dass er eine Plasmapistole bei sich trägt. Die wichtige Frage ist jetzt, da ich da in Verbindung zu seinem Diagnosehelm, mit meinem Diagnosehelm aufgebaut habe, ist seine Gensaat rein? Seine Gensaat ist so rein wie irgend möglich. Du kannst auf alle Fälle erkennen, auch wenn er seinen Helm noch nicht abgenommen hat, irgendwas scheint wohl mit seiner Hautpigmentierung nicht zu stimmen. Aber das scheint wohl normal zu sein. Gerade wenn du auch bei der Deathwatch bist, weißt du, dass die Haut des Salamanders verfärbt ist. Das ist wohl irgendein Effekt, den der Primarch mit reingebracht hat. Und wenn du hast noch nicht so sehr viele Alpha-Legionäre erkannt, aber die waren alle nicht schwarz, sondern rein weiß und sehr durchschnittlich. Du kannst auch sehen, dass es ein Psioniker ist. Also auch das läuft über deine Retinalanzeige und flutet dann deinen Maschinengeist bzw. die Systeme von dir.